Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Buddies Personal Training. Ich sehe ein bisschen zerzaust aus. Das liegt daran, weil ich gerade im Golden House alle Matten geschrubbt habe, und zwar in der Dusche. Darum, ja, sechs wie es will, ich bin jetzt am Mittag machen und habe gedacht, ich nehme euch einmal mehr mit. Wieso auch nicht? Ihr habt so Freude an dem. Ich muss damals ein bisschen schauen, dass ihr auch seht, was ich mache. Dass wir das doch fortsetzen können, nicht wahr? Also, ich mache einen gemischten Salat und habe euch eben mal wieder zeigen. Sorry, dass ich euch nicht anschaue, aber ich muss schon meine Salatsauce suchen. Ich wollte euch zeigen, wenn ich das mache, dass es eben auch reichhaltig ist. Ich glaube, ich habe gar keine Salatsauce mehr. Naja, hat sich erledigt. Also, und zwar ist meine Base heute der Quinoa-Salat mit Süßkartoffeln. Ich habe den vom Lidl, sieht folgendermaßen aus, sind 230 Gramm. Ich finde die super. Das Einzige, wo ich ein bisschen Mühe habe damit, ist, sie sind sehr intensiv vom Geschmack her. Also ich weiss nicht, wie es euch damit so geht, aber ich bin nicht so der Söseli-Typ im Allgemeinen. Und der Salat ist einfach so mega intensiv vom Geschmack her, dass ich den nicht allein essen kann. Jetzt durch die Quinoa haben wir natürlich schon mal unsere Kohlenhydrate. Und was ich jetzt mache, ist das Ganze ein bisschen aufpimpen. Und zwar, ich habe jetzt hier gerade ein paar Cherry-Tomaten. Ich tue die halbieren und da rein. Die Portionenmenge, die ich jetzt mache, ist nicht für eine Portion. Einfach, dass ihr das wisst. Ich denke, es gibt etwa 3 Salatportionen womöglich. Und was mir immer wieder auffällt, bei meinen Kundinnen, wenn sie Salat essen, ist, sie essen mega oft einfach Eisbergsalat mit, wenn es hoch kommt, vielleicht noch ein bisschen Gurken drin. Aber that's it. Und ja, darum möchte ich euch heute einmal die Wichtigkeit erklären von einem reichhaltigen Salat. Weil Blattsalat hat ein kleines Problem, und das ist, er hat nicht wahnsinnig viele Vitamine. Er besteht hauptsächlich aus Wasser, was ja nicht schlecht ist, aber wir können eigentlich nicht so viele Benefits daraus ziehen. Und darum würde ich euch empfehlen, wenn ihr einen Salat macht, macht immer einen Salat, der ein Gemüse drin hat. Also je mehr Farbe, desto besser. Seht ihr jetzt bei mir auch. Ich schaue, wir haben Rot drin, wir haben Grün drin. Vielleicht haben wir sogar noch etwas Gelbes. Violett, ich muss sagen, mein Kühlschrank gibt im Moment nicht so wahnsinnig viel her. Darum, ich finde mich jetzt einfach ab mit dem, was da ist. Und das lange auch. Genau, und darum schauen wir für einen reichhaltigen Salat, dass wir sicher Kohlenhydrate drin haben, eine Proteinquelle und eine Gemüsequelle. Wobei das ja eigentlich nicht so schwierig ist. Und das ist übrigens auch der Leitfaden, den ich euch geben würde für sonstige Mahlzeiten, also Hauptmahlzeiten, dass ihr einfach immer schaut, dass ihr jede Komponente drin habt. Und es war mega herzig, ich hatte gerade eine Kundin und sie hat gesagt, weißt du, Laura, aber meinst du, funktioniert denn das? Und dann habe ich gesagt, was meinst du denn? Dann hat sie gesagt, weißt du, es kommt mir einfach so einfach vor, es ist alles so normal. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist das, was ganz viele Menschen verloren haben. Das normale Verhältnis zum Essen. Schaut, auch das könnte man verwerten. Ich muss mal schnell schauen, ob das fein ist. Nein. Aber würde ich es kochen, würde ich es machen. Aber für den Salat hier ist mir jetzt gleich ein bisschen einer too much. Fenchel schneiden, so eine Sache für sich. Ich tue meistens die Hülle hier auseinander. Und nachher abwaschen. Ja, jedenfalls sind wir bei unserem anderen Thema stehen geblieben. Und das ist genau das, was mich immer so erstaunt. Es erwartet immer alle, dass ich ihnen Verbot aufsetze und Sachen rausstreiche, dass sie keinen Genuss mehr dürfen haben in ihrem Leben. Und das ist absolut nicht so. Wirklich, ich sage euch, alles, was ich will, ist euch dazu bringen, dass ihr wieder gesehen, was normale Ernährung ist
und was normales Essen ist. Ganz ehrlich. Ich muss die schnell waschen. Ich muss mal ehrlich sagen, vielleicht ist das ein Trugschluss, also schaut das nicht von mir ab. Aber ich tue das Innerste vom Fenkel, also ich spüle es einfach abspülen. Das habe ich vorher schon gemacht, von außen. Aber den inneren Teil tue ich einfach so verarbeiten, weil ich denke immer, das Gemüse ist ja so eng ineinander verwachsen, das kann ja gar nicht dreckig sein. Und das war es auch noch nie. Darum halte ich das so bei, aber womöglich liege ich da voll falsch. Ich stelle mir eigentlich immer vor, das Gemüse wächst ja von innen nach außen und darum hat es ja innen wahrscheinlich auch kein Pestizid dran. Aber hey, wenn euch das Wunder nimmt, geht es doch einmal nachlesen und schreibt mir unter das Video, ob es tatsächlich so ist, weil ich weiss es nicht. Aber das ist einfach das naive Laura-Denken. Also, wo sind wir stehen geblieben? Beim Normalen. Genau, und das ist das, was mir immer wieder auffällt. Es gibt so viele Leute, die immer das Gefühl haben, je extremer, desto effizienter oder effektiver. Und das ist einfach nicht so. Leute, was wir machen müssen, ist wieder mal auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und einfach mal wieder normale Ernährung betreiben. Es gibt so viele Leute, schon so herzig, wirklich, auch im Erstgespräch. Ich mache meistens zuerst einen Spaziergang, wenn das Wetter zulässt, mit den Leuten. Einfach so ein bisschen zu Fragen stellen und ja, so ein bisschen die ersten Sachen zu besprechen, dass sie sich ein bisschen locker machen können. Es ist noch nicht so eine angespannte Atmosphäre wie sonst. Und das ist dann immer so lustig, wenn man so Glaubenssätze hört. Oder lustig, nein, nicht lustig, aber es ist spannend. Wenn man Glaubenssätze von den Leuten hört, wenn sie zum Beispiel sagen, ja, eben, man sollte ja nicht, oder das sollte ja nicht, oder ja, einfach so ein bisschen die Sachen, wo sie sich, wie die Regeln, die sie sich selber aufgestellt haben. Und ich frage dann so ein bisschen, fragen, ja, wie kommst du auf das, oder hast du das noch einmal nachgelesen, oder ja, einfach so ein bisschen hinterfragen. Und oftmals ist es einfach so, ja, nein, aber das ist doch so, das sagt man doch so. Und was ich eigentlich will, ist, euch ein bisschen anregen, zum Nachdenken. Also, wenn euch jemand sagt, ihr dürft keine Bananen mehr essen, dann würde ich vielleicht einfach mal fragen, wieso nicht? Was gibt es da für ein Argument? Und das ist ja übrigens etwas, was ich am erschreckendsten finde, dass es wirklich Leute gibt, die Angst vor Früchten haben. Ich meine, wie weit ist es mit unserem Verstand gekommen, dass wir ernsthaft Angst vor einer Frucht haben? Ich meine, unsere Grossmütter hätten sich doch an den Kopf gelangt und denkt, hey Kind, also spinnst du jetzt eigentlich? Und das ist das, was ich manchmal so ein bisschen probiere, den Leuten wieder beizubringen, so ein bisschen eben vor allem auch mit normalen Mengen, dass man sich nicht Gedanken machen. Ich glaube, ihr wisst auch, ich tue nicht tracken. Ich tue mit teils Kundinnen am Anfang tracken, einfach. Ich sehe das so schön, mein Abfallkübel eingeblendet. Mit ihnen am Anfang tracken, und zwar aus dem Grund, weil es für mich halt einfacher ist, um eine Übersicht zu bekommen. Ab dem Moment, wo ich aber das habe, was ich brauche, um damit zu arbeiten, trackt bei mir eigentlich niemand mehr, weil ich das nicht will. Ich will wirklich nicht, dass irgendjemand an das gebunden ist, weil das kann wirklich ganz, ganz mühsam werden, wenn jemand sich abhängig macht von diesen Zahlen. Und darum machen wir das nicht. Und dann kommt natürlich immer die Angst auf. Und ich meine, ich hatte ja die Angst früher auch. Ich bin ja auch durch das alles dadurch. Und habe nicht gewusst, ja, was mache ich denn? Wenn ich nicht tracken kann, was mache ich denn? Was ist meine Kontrolle? Und inzwischen muss ich euch sagen, eigentlich ist es ganz einfach. Und ich weiss, mega viele haben Mühe mit dem. Aber wenn ihr euch satt esst, dann braucht ihr nichts zum Kalorien notieren. Weil das ist eure Kontrolle. Kontrolliert, ob ihr euch satt gegessen habt oder nicht. Und ich mache nicht mehr. Ich esse einfach, wenn ich Hunger habe. Und wenn ich keinen Hunger habe, esse ich nicht. Und ich weiss, es klingt so blöd. Und ich kann euch nicht allen nicht Angst nehmen. Ich weiss das alles. Aber es ist wenigstens, ja, ich will euch wenigstens immer wieder vermitteln, dass das ist, was ich danach lebe. Und vielleicht
wenn man etwas vorlebt, dann ist das vielleicht fast die effizienteste Methode. Und auch, sorry, das ist so mühsame Kästchen. Immer wenn ich drankomme, geht es auf. Ja, und jedes Mal, auch eben in diesen Kundengesprächen oder Beratungen, Trainings, erwähne ich mich auch. Eben, ich mache 3-mal in der Woche Sport. Logisch, ich bewege mich im Alltag, aber nicht so, wie immer alle meinen. Ich glaube, es gibt wirklich Leute, ich hatte gestern auch eine Kundin, die arbeitet im Büro. Und sie macht 7 bis 10'000 Schritte im Büro. Warte, ich mache es durcheinander. Es ist eine Kundin, die Homeoffice macht. Und im Homeoffice 7 bis 10'000 Schritte macht. Da habe ich gedacht, hä? Also ich meine, das sind dann bei mir wirklich die guten Tage. Also eben, wenn ich mit Kunden gehe spazieren für das Erstgespräch und so, dann komme ich schon auch auf ein paar Schritte. Aber ich bin gestern mit 2 gegangen. Und ich habe die 10'000 erreicht. Also wirklich, das ist nicht so, wie ihr euch das immer vorstellt. Darum löscht euch das einmal weg. Und ich will nicht sagen, schaut für euch, aber schaut, was eurem Körper gut tut, wie es euch geht. Was kommen denn für eine Rückmeldung über von eurem Körper? Weil es gibt so viele Leute, die mit der Kalibermessung sehen, dass ihr Körper absolut überlastet ist, völlig an der Grenze. Nicht mehr mag. Aber der Kopf halt immer noch mehr fordern. Und ja, der Körper eigentlich schon lange so ein bisschen in einem Burnout steckt. Und wenn man das einmal betitelt und das einmal anspricht, dann sagen die Leute mega viel: Ja, du hast recht, mein Körper ist wirklich mega müde. Und ich merke an mich, auch wenn ich nicht mehr mag, dass ich dann gleich noch Sport mache, dass ich mich zu Höchstleistungen probiere zu treiben. Und ja, über die müsst ihr das, glaube ich, einfach hören. Und sie wissen das schon. Eigentlich alles, was ich herausfinde bei einer Kalibermessung, das wissen ihr schon lange. Und darum, ja, das ist das, was für mich jedes Mal wieder spannend ist. Einfach weil ich... Kennt ihr das, wenn Salat so ein bisschen übergefallen ist? Irgendwie schmecken meine Kräuter ein bisschen ansatzweise so. Tun wir jetzt nicht mehr rein. Genau, und das ist einfach das, was ich euch tagtäglich probiere zu vermitteln. Loset auf euren Körper. Macht mir den Gefallen, wirklich. Und das ist jetzt ein Teil von meinem Mittag. Jetzt die natürlich gut aufpasst haben, wissen, dass es noch keine Proteinquellen. Darum tue ich nachher noch ein Ei dazu und ein von diesem Proteinhüttenkäse. Ich kann auch normalen nehmen, spielt keine Rolle. Aber ich tue jetzt etwa, wahrscheinlich ein Drittel von dem esse ich, tue das Ei dazu, Hüttenkäse. Ich glaube, Soße braucht es gar nicht mehr. Das sieht tipptopp so aus. Und das ist mein Mittag. So sieht es aus. Vielleicht noch ein paar Nüsse oder ein paar Kerne drauf. Ich glaube, ich tue noch ein paar Kerne drauf. Das wäre super. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wieder einfach ein bisschen Blabla dazu. Hoffentlich bringt es euch weiter. Danke vielmals, habt ihr zugeschaut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da, einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, das hilft mir extrem und bis zum nächsten Mal. Tschüss!